Und schon sind wir wieder zurück und ich heiße euch herzlich willkommen zur 5. Folge von Are You The One? Woo! Die letzte Folge endet ja damit, dass Jenny und Elia in die Matchbox gewählt wurden und Jenny auch schon vorher gesagt hat, Leute, das wird auf keinen Fall was. Das hatte sie allerdings nicht allen erzählt, sie ist jetzt trotzdem auf dem Date gewesen in der Matchbox und alle sind schockiert. Und genau da werden wir auch gleich wieder einsteigen, weil wir wissen wollen, hey, Sophia Thomalla wird auch noch ein Angebot machen. Hey, sind die ein perfekt Match? Wir wissen nicht, was alles passieren wird und sind gespannt. Wer sich die ganze Folge natürlich aber reinziehen will, kann das auch gerne machen auf RTL Plus. Den Link wie immer unten in der Videobeschreibung. Ansonsten, dieser wundervolle Kanal hier steht euch zur Verfügung zum Abonnieren und dann schauen wir direkt mal weiter. Oh, und Jennys Blick ist auch schon ein bisschen genervt. Sie wirkt so ein bisschen nicht happy. Wirkt sie nicht happy, weil sie mit ihm in der Matchbox ist und vielleicht doch Angst hat, dass sie ein Perfect Match sind und dann fliegt sie raus mit ihm? Oh no. Ich biete euch für die heutige Matchbox-Entscheidung eine halbe Flasche Uso. Oh mein Gott, Sophia, der Gag war ja richtig gut. Vor allem, wie du in die Länge gezogen hast, nachdem du schon gesagt hast, eine halbe. Weil wir haben alle gedacht, dass du eine halbe Million bietest. Natürlich. Gut, ja, die lehnen das Angebot dann natürlich ab. Und dann sehen wir jetzt den ganzen Drama zu. Aber warum jetzt auf einmal nein? Warum? Weil vielleicht keiner gehen will? Warum? Boah, Tizi stellt einfach auch die wichtigen Fragen. Warum kriegst du kein Angebot? Weil es schon vorher klar war, dass das nichts wird. Ihr hättet sowieso einfach verkauft und gratis Cash bekommen. Und das will man euch nicht in den Hintern schieben. Warum jubeln sie jetzt genau? Es ist ein No-Match. Sie wussten schon vorher, sie sind enttäuscht, sie sind alle sauer. Ja. Aber die Erkenntnis, immerhin, hey, sie haben eine Erkenntnis, sie können weiterhin ein Paar ausschließen. Das ist doch jetzt das Argument, was mal kommen würde, ne? Gut, das Thema ist jetzt allerdings erstmal durchgeklärt. Es wird irgendwie nicht weiter in der Gruppe aufgedröselt, dass irgendwie richtig scheiße war, was sie gemacht hat, sondern einfach links liegen gelassen. Alle haben hier ihre eigenen Problemchen, zum Beispiel auch Shakira und Marvin. Jetzt gerade ist das Verhältnis zu Marvin kompliziert. Da ist so gar nichts mehr. Wir sagen uns kurz mal so Hallo oder so, wie alte Bekannte. Das klingt allerdings dann gar nicht kompliziert, weil dann ist es doch alles quasi schon halb geklärt. Ihr seid kein Pärchen mehr und ciao. Oder aber gibt's da noch was? Aber warte, das nimmt noch eine komische Wendung. Hey Cowboy, with a look in your eyes, need a lipstick stain on your whiskey eyes. Hey Cowboy. Ah ja, das ist die ganze Story, die Marvin quasi in der letzten Folge uns schon erzählt hat. Und jetzt erfahren wir es von Shakira, dass die jetzt den ganzen Tag nicht mehr miteinander reden. Aber sie hatten ja was miteinander und dann sollte man das vielleicht doch mal klären. Aber jetzt konzentriert sich Marvin erstmal auf Jennifer. Ja, ich und Shakira hatten auf jeden Fall eine gute Zeit, aber ich will gewinnen, ich bin ehrgeizig und da muss ich halt die anderen Mädels kennenlernen. Könnte man Marvin vielleicht mal erklären, dass er auch mit Shakira abhängen kann, mit Shakira Gespräche führen kann und auch noch mit den anderen Mädels reden kann? Also reden können die ja generell immer parallel mit allen, das ist ja gar kein Problem. Also dass man sich nur auf eine Person fokussieren kann, gesprächstechnisch, ist ja mal vollkommener Quatsch. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Mir kann keiner zum Beispiel sagen, zur heutigen Zeit, dass ich keine Beziehung führen kann. So, weißt du, ich habe 7 Jahre Beziehung geführt und ich kann mit der reinsten Seele sagen, ich habe eine weiße Weste. So. Also wenn die richtige dann da ist, dann möchtest du Romantiker. Ein bisschen. Oh, er wird ein bisschen zum Romantiker. Also da holt er uns jetzt ja gerade alle wieder ab. Ne? Jennifer denkt sich auch so, oh, das ist ja mal ein tolles Gespräch. Toller Mann, danke, dass wir miteinander geredet haben. Reicht dann auch erstmal. Und Shakira will er jetzt auch eigentlich geklärt haben. Ich habe mich ein bisschen distanziert, aber heißt ja nicht, dass ich sie nicht mag oder nicht mehr anziehend finde oder irgendwie sowas. Ich bin tot. Todesblick gerade schon wieder. Bisschen aber auch verständlich. Ich meine, warum überhaupt distanzieren? Also wofür die Distanz? Die ist ja komplett unnötig. Vor allem, wenn du mit ihr schläfst, musst du doch nicht einfach danach aufhören, mit ihr zu reden, weil du andere Leute kennenlernen willst. Hä? 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 Der hat für mich so einen Dachschaden. Was willst du denn? Was ich will? Ja. Also ich will alle kennenlernen hier. Ich bin ehrgeizig. Ne? Ich will das Spiel gewinnen so. Aber es, wenn die anderen Mädels sich gar nicht öffnen können gegenüber mir, weil sie das Gefühl haben, ich bin sehr festgefahren, so, dann kann ich nicht gewinnen, weißt du? Ja, allerdings müssen sich die Girls ja dir gegenüber auch sowieso öffnen, weil sie wollen das Spiel ja auch gewinnen. Also selbst wenn sie denken, du bist festgefahren, müssen sie es ja, um das Spiel zu gewinnen, sich dir gegenüber öffnen, wenn du mit denen das Perfect Match bist. Und was vielleicht auch problematisch ist, hast du jemals eigentlich mit Shakira auch mehrere Gespräche geführt? Weil das wirkte bisher auch nicht so. Du kennst doch so Worte und alles. Ich habe ja gesagt, so und so, was willst du denn? Was hast du denn gesagt? Was willst du?
Was hast du denn gesagt? Dass ich das nicht kann, dass ich die Zweite bin und so. Das will ich. Ja, was heißt denn Zweite? Du tust ja so, als ob ich mit der Jenny jetzt hier im Boomerang war. Wir haben noch nie so viel gesprochen wie du und Jenny. Und das ist natürlich auch ein bisschen komisch. Vor allem, dass die jetzt auch kein großes und langes Gespräch hatten. Und man muss dazu sagen, wenn deine meisten Gespräche mit einer Person nur Streit sind oder Probleme klären, es wirkt jetzt nicht so, als ob man viele gute Zeit hat und füreinander bestimmt ist, ne? Es gibt allerdings natürlich aber noch andere Pärchen, die miteinander Probleme haben, wo es ein bisschen kriselt. Und naja, wen überrascht es? Emanuel ist einer der Beteiligten. Surprise. Sabrina, es tut mir leid, ne? Was? Aber ich habe das Gefühl, es wipe nicht. Was wipe nicht? Zwischen uns, irgendwas ist da. Ich meine, es würde schon wipen, aber ich habe das Gefühl, da fehlt was. Weißt du, ich habe keinen Bock, dir herzuhören, mache ich nicht. Emanuel ist ganz, ganz kurz davor, etwas zu verstehen. Also er rennt Sabrina hinterher, sie gibt ihm halt zurück keine richtige Aufmerksamkeit und rennt ihm halt nicht nach, weil es halt Emanuel ist. Und er so, irgendwie viben wir nicht hier so richtig zusammen, ne? Irgendwie ist da ein Problem. Ich glaube, wir sollten mal ein bisschen Piano machen. Und da denkt man sich so, Emanuel, du hast fast, also schön, dass du jetzt von deiner Seite den Kontakt abbrechen möchtest, nachdem Sabrina die halt kaum Aufmerksamkeit schenkt, dann hast du es fast verstanden, dass sie gar kein Interesse hatte. Gar nicht mit dir abhängen wollte, nichts. Verstehst du das nicht? Mhm. Du verstehst das nicht? Dass sie beide gesagt haben, wir sind voll gechillt. Das ist der vierte Tag. Also, man kann nicht von mir erwarten, dass ich mich jetzt irgendwie festlege schon. Ich bin auch so brutal gechillt. Brutal. Wirkt tatsächlich nicht so. Er war bis jetzt immer ein bisschen genervt und problematisch. Aber na gut. Kim, Virginia und Mike, was man nicht erwartet hätte, hängen allerdings auch noch weiter miteinander ab und scheinen wirklich irgendwie halbwegs Interesse aneinander zu haben. Und die müssen ja auch ihre Beziehung mal weiter fortführen. Also momentan bist du schon, sag ich mal, mit einem ganz guten Abstand die Nummer 1 bei mir. Ja. Ich weiß nicht, warum du dann unbedingt willst mit jemand anders noch. Ich glaube, es ist immer gut, wenn man sich noch mal woanders ein bisschen abtastet. Ich glaube, das ist nicht immer gut, das zu tun. Wenn man alle haben will, kriegt man am Ende nämlich gar keinen Kim, Virginia. Allerdings muss man sagen, natürlich bei Are You The One solltest du mit anderen Leuten noch mal reden, Gespräche führen, sie kennenlernen und kannst ja trotzdem bei deinem Couple bleiben. Das ist ja gar kein Problem. Aber überall mal wieder rumfummeln, das muss nicht sein. Überraschenderweise läuft es allerdings bei Danilo und Paulina plötzlich auch noch mal ein bisschen besser, weil sie hat jetzt halt Interesse an ihm. Und Danilo ist ja immer so, ein Girl findet mich gut. Ja, ich bin ja auch der Danilo, und da lasse ich mal zu. Ja, ich meine, sie ist mega süß, als sie das gesagt hat. Mit der Frau sind, ich glaube, dass das besser passen könnte bei uns. Und ich glaube, die beiden sind auch wirklich ein perfekt Match, weil sie ist ein bisschen naiv, kindlich und möchte aber Hausfrau und Mutter sein. Und er ist ein bisschen, naja, er muss bemuttert werden, möchte eine Hausfrau und Mutter als Freundin und ist auch ein bisschen weird in seiner Einstellung. Also sie sind beide nicht ganz so erwachsen im Geistigen, ne? Oh ja, das ist richtig. Das ist richtig. Eieieiei. Also, dann gestern Abend kam er so ins Bett und dann war der voll süß so. Er mag dich einfach wirklich sehr. Ja, eigentlich habe ich mit Marvin Schluss gemacht. Aber jetzt sind wir irgendwie wieder zusammen. Was? Wie ist das passiert, Shakira? Weil er jetzt abends noch mal ein bisschen gekuschelt hat, ein bisschen kussi-kussi und dann war wieder gut? Okay, das bedeutet, er schläft mit dir, ignoriert dich den ganzen Tag, kommt dann abends zu dir ins Bett und sagt so, hey, ich hätte Bock auf dich, und Shakira so, okay, ich bin bereit. Was ist das? Ich bin einfach nur verwirrt. Also ich bin sehr leicht so zu manipulieren. Wenn du so ein bisschen was Süßes sagst, dann bin ich wieder dabei. Das ist allerdings auch ein bisschen sehr seltsam und problematisch. Obwohl, man muss da auch ja sagen, Shakira mag es ja ein bisschen toxisch. Ne? Sie möchte aber eigentlich eher Streit haben und nicht wirklich das, was da passiert. Aber mein Gott. Manchmal musst du halt nehmen, was du kriegen kannst, ne? Später sind wir allerdings auch wieder bereit für gute Laune, für eine Party, und da haben auch die Kandidaten Bock drauf. Coachella, ich lieb's, ich liebe die Outfits, ich lieb alles hier. Ich find's geil. Ehrlich gesagt, ich find's richtig geil. Sieht auch nach richtig, richtig viel Spaß aus. Ja, und Party, also wir machen ja auch jeden zweiten Tag Party. Ich weiß nie ganz, holen euch als Zuschauer die Party, da habe ich mir nochmal so, ja, sie feiern halt schön. Also ich habe da nie super krass gute Laune bei, denke mir so, ist dann das langweilige Feiern gleich vorbei? Ich will wieder Streit sehen, aber irgendwie nimmt das immer so 5 Minuten der Folge eingefühlt. Paulina nutzt allerdings auf der Party auch nochmal die Chance, nochmal ein bisschen mehr mit Danilo zu reden, weil sie hat ja am Anfang mit Paco rumgemacht und das fand Danilo ja nicht gut. Allerdings hat Jennifer auch was gemacht. Es gibt Sachen,
einer anderen Person, die finde ich in der Mehrzahl viel, viel schlimmer als das, was ich gemacht habe für 2 Sekunden. Nee, das wäre zu klar. Was findest du schlimmer? Naja, was ist denn passiert? Was ist genau passiert, Paulina? Was? Bitte expose jetzt andere Leute. Deine Meinung ist wichtig. Jenny und Emanuel haben sich am ersten Abend auch geküsst. Und das ist auch kein Problem. Was? Wie rumgemacht? Wir haben uns im Bett geküsst. Ah ja, stimmt. Das war der erste Abend, wo Emanuel ganz allein und einsam in seinem Bett lag. Jennifer später in den Schlafraum kam. Hallo, ist hier noch eine verzweifelte Seele? Und dann ist sie zu ihm gegangen. Oh, und dann haben die miteinander rumgemacht? Ja, Paulina, hau dann mal die Storys jetzt raus. Nicht erzählt. Echt? Ja, wirklich. Ich dachte, Danilo weiß es. Ich weiß es gar nicht. Er wusste es nicht. Gut. Oh mein Gott, du wusstest es nicht. Ey, das ist jetzt zwar auch irgendwie blöd gelaufen für uns alle, aber das bedeutet, dass die jetzt vielleicht Streit haben und ich zufällig auch dann noch bessere Chancen bei Danilo habe. Naja, Mensch. Paulina, wer soll dir diesen Schwachsinn jetzt glauben? Natürlich hast du da jetzt irgendwie ein bisschen mit Absicht Feuer gelegt oder beziehungsweise die Situation nicht entschärft, aber jetzt ist Danilo natürlich komplett außer Rand und Band. Boah, das regt mich gerade richtig auf. Was ist passiert? Das regt mich gerade so auf. Ich habe mit einem anderen Bett geschlafen in der ersten Nacht. Ja. Was ging da so? Er hat mich geküsst, dann bin ich gegangen. Ja? Ja. Warum hast du mir nicht erzählt? Ich dachte, du weißt das. Der Haussegen hängt sehr schief bei den beiden. Und wie sie da einfach in der Nähe steht, das ganz genau beobachtet. Oh yes, die haben jetzt Stress. Was geht bei ihr? Vor allem ganz kurz auch noch die Aussage, sie legt sich zu Danilo, anders, sie legt sich zu Emanuel ins Bett, die Jennifer, er küsst sie und sie geht dann weg. Das klingt für mich irgendwie auch schon wieder nicht so, als ob sie wirklich geküsst werden wollte. Das klingt auch wieder so ein bisschen problematisch. So, oh, du legst sie zu mir ins Bett, ja, dann können wir ja loslegen mäßig, obwohl sie gar keinen Bock drauf hat. Und nächste Frage, hatte Danilo eigentlich irgendwas mit Jennifer? Also haben die irgendwie jemals irgendwie Kontakt miteinander gehabt oder hat sie mit jemandem geknutscht und ist dann später mal Danilo kennengelernt und gut war? Also wenn du jetzt Danilo kennenlernst im echten Leben und du sagst, ja, ich hatte mal eine Beziehung und was sagt Danilo dann? Nee, da war mal ein anderer Mann in deinem Leben, das können wir nicht machen. Was, hä? Hä? Egal, jetzt gibt's Stress. Jetzt gibt's so richtig Stress? Ich bin nicht erfreut, weil Danilo mir irgendwie Stress macht gerade. Wo ist jetzt das Problem? Nein, ich war nur überrascht. Als Wer hat dir das erzählt? Hä? Wer hat dir das erzählt? Einer von den Girls? Leute. Ich liebe es auch, wie Danilo einfach so die ganze Zeit, ich finde, Offenheit, man muss klare Aussagen machen, man muss offen miteinander umgehen, Ehrlichkeit ist so wichtig und dann selber so, nee, ich bin nicht böse, das haben mir irgendwelche Leute auch dahin erzählt, nee, alles gut. Also selber dann direkt wieder so klein sein und Ausflüchte suchen, auch ganz cool hier. Mega Leistung, richtig geil. Ja, stört dich? Nein, es hat mich gestört, dass ich es noch nicht wusste. Gott sei Dank ist es rausgekommen, weil ich genau weiß, mit mir solche Sachen auf Wiedersehen. Da passt Danilo ja richtig gut in die Sendung einfach rein. Was ist das auch für eine Mittelalter-Einstellung überhaupt? Also es ist ja jetzt nicht so, dass die beiden miteinander rumgebandelt haben und Jennifer dann abgehauen ist und mit jemand anders rumgemacht hat, sondern sie hat mit jemand kurz geknutscht, ist sofort weggegangen und danach haben die sich erst quasi kennengelernt. Bescheuert einfach nur. Die haben alle die gleichen. Du hast es hochgeholt. Wenn ich hochgeholt hätte, was ist da? Wollen, was würdest du da dann machen? Dann hätte ich es am zweiten Tag angesprochen und ihn gefragt. Das ist doch egal, das hab's davor gemacht. Was ja, juckt das? Hä? Ich sag doch gar nicht, dass es schlimm ist. Aber ich sag nicht, dass es schlimm ist. Ich sag nicht, ich wusste nicht, dass er es nicht wusste. Digga, fuck mich nicht ab, ich schwöre. Ja, fuck mich auch nicht fuck ab. Mich nicht ab. Fuck du mich auch nicht ab. Ich hab ihn nur gefragt, warum es bei mir schlimm ist, bei dir nicht. Das war eine Konversation. Oh mein Gott, Paulina, was bist du für ein Kind? Also ist doch jetzt offensichtlich, dass Jennifer ein bisschen sauer ist wegen dieser Reaktion, dass du dich verplappert hast oder dass wegen dir jetzt gerade der Haussegen da schief hängt, weil du es halt so komisch exposed hast und dass sie da auf dich zugeht und das, sie fragt ganz normal nach, was das sollte und Paulina rastet aus, dass sie ihn nicht abfacken soll. Du hast das Problem mit verursacht. Aber ja gut, Paulina, da kann man ja eh nichts viel erwarten. Sie ist jetzt auch genervt. Ich wollte dich nicht schlecht reden, ich wollte nicht, dass es bei euch nicht klappt oder sonst was. Es ist mir scheißegal. Es ist mir egal. Alles klar. Mein Gott, ey, ich krieg einen Flipper hier. Oh Gott, das ist einfach auch sowas von nicht egal. Sie hat sich einfach erst abgefreut, dass die einen Streit haben. Jetzt tut sie so, oh mein Gott, wie kannst du zwingen, mich anzusprechen? Boah, wie kann man nur so anstrengend sein? Das ist ja unglaublich. Ist das anstrengend? Ich bitte euch, wir sind hier im Reality-TV. Also, worüber reden wir hier gerade? Das ist ja... Also, man muss damit rechnen, wenn man etwas macht, was man vielleicht danach bereut.
dann kann man dazu stehen und man kann es bereuen. Ich liebe es, dass Paulina, wenn sie gerade emotional ein bisschen stabil drauf ist und sieht, dass andere Leute ein Problem haben, das richtig judgen kann. Oh mein Gott, wie die sich verhält. Hallo, man muss sich da mal zusammenreißen, man muss es bereuen, man muss sein Verhalten reflektieren. Aber wenn sie selber nur ein bisschen, so ein Hauch emotional durcheinander ist, ne? Sie so, hallo, wie kann man auf meine Gefühle keine Rücksicht nehmen? Diese Dorpe-Moral. Geil. Geil. Naja, zurück zu Kim, Virginia und Mike. Die sind jetzt quasi ein Couple. Sie haben sogar gesagt, hey, lass mal ein bisschen exklusiv sein. Das ist ja auch ganz toll. Und dann denkt sich Kim, Virginia aber so, ich habe ein Getränk und aus Paco. Pizza. Gerne auch Pizza. Ach, Paco. Okay, und wo ist das Niveau? Ach, da, im Müll. Na gut. Ist gefahren. Festgefahren? Du? Ich? Ja. Ich bin absolut nicht festgefahren. Viel Spaß. Stell dir mal vor, du unterhältst dich auch einfach mit einem Typen, da kommt so eine Frau, schmeißt sich auf ihn, stöhnt rum und bist so, okay, dann reden wir jetzt halt nicht mehr weiter. Also da würde ich mir auch denken, was ist das denn? Ich glaube, ich habe ein bisschen was verschüttet und du musst das weglecken. Und das lässt sich der Paco auch nicht zweimal sagen. Was ist das für eine Situation? Das ist A, komplett unnötig. B, warum machen die? Geh doch einfach zu Mike, wenn du das willst. Nee, da muss jetzt der Paco ran. Die beiden haben natürlich immer noch kurz miteinander rumgeknutscht, wie sich das nach kurz gehört. Also so ein Bussi, rumlecken, Zunge, was auch immer. Ja, und dann denkt man sich so, oh, vielleicht sollten wir mal mit Mike reden. Also mit Mike war der Stand, dass wir uns eigentlich darauf geeinigt haben, dass wir schon relativ explosiv momentan sind. Dann ist das einfach eine Asitur. Stell dir mal vor, du einigst dich mit jemandem drauf und gehst einfach komplett unnütz. Also da war ja nicht mal ein Grund. Sie ist da wirklich ja hingegangen, hat sich hingesetzt und hat einfach losgelegt. Ohne jetzt so, oh, die Situation hat es ergeben mäßig, was auch schon keine Ausrede ist, aber ne, immerhin besser als das. Ja, toll. Unangenehm. Mit wem hast du rumgemacht? Huh? Mit wem hast du rumgemacht? Mit Paco. Oh ja, und da ist der Mike jetzt wahrscheinlich richtig sauer. Nur die Frage, ist ja auf wen, ne? Ich bin Paco sehr dankbar darüber, weil so weiß ich, die Kim, die hat es nicht verstanden, mich wertzuschätzen. Oh mein Gott. Ich meine, Paco muss jetzt nicht viel tun, aber ich finde trotzdem schön, wie Mike seinen Wert bemisst, dass er sagt, hey, das haben wir vereinbart, das sagt er nicht, aber das impliziert es ja, hey, das haben wir vereinbart, das wollten wir und sie geht einfach drüber hinweg, scheiß drauf und ihr ist egal, wie ich mich damit fühle und das ist schöner zu sagen, ich kenne meinen Wert, hallo, was soll das, sondern einfach, er bleibt ruhig und sagt so, no, das ist es nicht. Das ist okay, besser als sowas, alles ist komplett unterschiedlich zu dem, was Danilo tut, weil da sind Absprachen gewesen, da waren schon ne, irgendwas und das war unnötig, finde ich gut. Das finde ich ja ganz gut. Ist das so unverzeihlich für dich oder was sagst du? Wie heißt du nochmal? So? Came to the motherfucking Virginia. Habe ich vergessen. So ein Ding ist das. Gut, und da ist er auch recht rigoros, ne? Ich finde es aber, ich finde es fair, finde, kann man machen, wenn man sich denkt, hey, wir wollten zusammen exklusiv sein und dann ciao mit dir. Finde ich voll okay. Okay. Na? Das Horrorfestival heute ein bisschen geworden am Ende des Tages. Am Anfang war es ganz lustig, hat sich anders entwickelt, hätten wir nicht gedacht. Was, wir hätten nicht gedacht? Wir haben die Situation gesehen und es war allen klar, dass das schief geht und dass das einfach absoluter unnötiger Quatsch ist. Aber ja, natürlich hat man nicht kommen sehen. Jetzt war eine Überraschung für alle. Überraschend? Aber ich habe es nicht anders erwartet. Wir sind allerdings auch bereit für die Matching Night schon wieder. Alle haben sich hergerichtet, die Männer dürfen diesmal entscheiden. Aber Sophia Tomala, die möchte noch eine Ansage machen. Schon hart so ein Leben als Reality-Star, oder? Und wenn Urlaub, dann auch richtig Urlaub. So schön mit 7 Uhr aufstehen, das Handtuch auf die Liege werfen, dann wieder hinlegen. Nur, dass hier nicht die Liegen reserviert werden, sondern die Frauen. Ich finde super, dass Sophia mal hier eine fette Ansage gemacht hat. Das war mal nötig. Und das haben die auch gebraucht, die Truppe hier. Wir haben 2023 und nicht mehr die Steinzeit, Leute. Danke. Allerdings hat doch jetzt auch kaum jemand irgendwie die Frauen reserviert, sondern sie haben Interesse an den Frauen und würden dann auch gerne Interesse zurückbekommen oder wenigstens irgendwie sich intensiver kennenlernen. Und auch die Frauen wechseln ja hin und her. Also jetzt wieder nur den Männern die Schuld zu geben, ist auch ein bisschen, hä? Sag jetzt mal eins, das Problem war sicher nicht ich. Wer hier bei Are You The One nicht offen bleibt bei der Suche nach seinem Perfect Match, der fliegt nicht mit 200.000 Euro nach Hause. Generell fliegt man nicht mit 200.000 Euro nach Hause. Das muss man auch nochmal runterbrechen, sondern alle Kandidaten kriegen am Ende im Bestfall 10.000 und das war's. Also die teilen das ja komplett auf und dann klingt es auch gar nicht mehr so viel. Man heißt, hey, du hast 10.000 verloren. Klar, 10.000 ist viel Geld, aber es klingt ganz anders als die 200.000. Wir haben ein Game, wir müssen spielen, wir müssen uns kennenlernen, wir müssen knutschen, das gehört zum Spiel. Also hört bitte auf.
mit dem Kindergarten. Warum wirkt Paco da gerade wie so ein 50-jähriger alter weißer Mann, der sich auch nur denkt, ja, mit allen Weibern hier rummachen, das gehört einfach dazu, das muss doch sein. Ein bisschen der Weiber da, ne? Das wirkte sehr so. Allerdings gibt es auch einfach, es ist einfach komplett unnötig. Für ein Perfect Match, das kann man nicht vorher durch Küssen, kann man nicht wissen, ob man ein Perfect Match ist, sondern Perfect Match für die Berechnung, es kann nur Charaktereigenschaften sein, wie man sich verhält, sonstigen Kram. Du kannst nicht vorher ausmatchen, wie gut sich die Leute, wie kusskompatibel die sind. Deswegen, die müssen nicht miteinander rummachen, um rauszufinden, ob sie Perfect Match sind. So absolut null. Das ist einfach nur ein Quatsch, den die in der Sendung da machen. Und es ergibt null Sinn und sie behaupten es einfach nur fürs Drama. Manipulation in meinen Augen. 2023. Ich wusste gar nicht, dass das in der Kennenlernphase so ist, dass man zwei gleichzeitig daten kann. Bei welcher Scheißsendung bist denn du hier? Are you the one? Was denkst du, worüber sich das Format hier handelt? Ach so, jetzt habe ich das verstanden. Hä, dabei hat einfach Sophia sogar schon in ihrer Aussage einfach bewiesen, dass sie selber nicht verstanden hat. Wenn Mike sagt, in dieser Sendung, ich verstehe nicht, warum man zwei Leute parallel kennenlernen muss, wenn du ja nur dann eines Perfect Match suchst, ist es natürlich, are you the one, sucht man die eine Person und nicht alle gleichzeitig. Da hat er schon selber ein bisschen mehr recht. Klar, die anderen nochmal kennenlernen muss man. Aber man muss es nicht so machen. Kläre mir doch mal, was hat Kim Virginia denn falsch gemacht? Sie hat meine Ansichtsweisen einer Kennenlernphase mit Füßen getreten und nicht respektiert, was meine Grenzen sind. Und die Grenzen legst du fest in dieser Sendung? Nein, nicht in der Sendung, in meinem Leben. Und das hat er auch. Also Mike, was sagst du hier für tolle Sachen? Also in der Diskussion mit Sophia Chomala gewinnst du haushoch. Natürlich stellen jetzt alle so, oh mein Gott, Sophia sagt das so krass. Also in der Sendung wirkt es so, als Sophia die krassen Ansagen macht. Aber Mike hat einfach absolut recht und Sophia labert Müll. Wie so oft. Kommen wir zu deiner Wahl heute, lieber Mike. Wen wählst du? Ich wähle Sabrina. Okay. Back to the roots oder was? Naja, dich hat er ja am Anfang mal kennenlernen wollen, bis dann Kim Virginia kam und du dann erstmal passé warst. Naja, immerhin war nicht exklusiv, ne? Ich bin Freund von offener Kommunikation. Was hättest du dir da gewünscht? Ich habe ihn geküsst. Einfach nur, dass ich es weiß. Okay, es war nicht um die, es ging nicht um die Tatsache, sondern es ging um die Kommunikation. Genau. Er hat sie nicht gefragt, hattest du vor mir hier mit irgendjemand was? Hätte sie da gesagt, nein, okay, wäre eine Lüge in sein Gesicht gewesen, aber so glaube ich, dass von ihm einfach nur eine Ausrede ist, dass er jetzt weitergehen kann zu Paulina. Was auch eigentlich absolut witzig ist, weil er ja Paulina abgeschossen hat, weil sie auch mit jemand anders rumgeknutscht hat und jetzt geht er doch wieder zurück. Also seine Prinzipien sind auch komplett nicht vorhanden, sondern kann man ganz schnell wieder runterbrechen und sind komplett egal nach kurzer Zeit. Und es ist ihm halt auch hart nicht egal, dass sie mit jemand anders rumgeknutscht hat. Das stört ihn sowas von. Jetzt tut er wieder nur so, ja, wegen der Lüge trennen wir uns hier bald. Wem willst du das erzählen? Ihr wird es bereuen, auch wenn wir ein No-Match sind. Es war eine krasse Bindung, das weiß jeder hier im Haus. Aber so wie er gehandelt hat, ist so krass. Naja, Paulina hat jetzt endlich ihren Danilo, den sie haben wollte, nachdem sie auch erst Paco haben wollte. Und Jennifer, ich habe nie eure krasse Bindung zwischen dir und Danilo gesehen. Ihr wart auf einem Date, es war okay, fertig. Also das wurde irgendwie nie gezeigt, was da irgendwie toll das gewesen sein soll. Wir haben eine gute Connection gehabt und ja, jetzt ist halt vorbei. Und das hat mich schon ein bisschen getroffen, aber c'est la vie. Ich finde, du hast hier absolut gar nichts falsch gemacht. Ja, genau. Kim Virginia hat sich perfekt verhalten. Geht zu Typ A, knuscht mit ihm rum, sagt, hey, du bist meine Nummer 1. Ich finde, wir sollten auch exklusiv sein. Finde ich super, machen wir. Und setzt sich unnötig mal von einer Typen rum, knuscht mit dem rum. Ja, genau, alles richtig gemacht, würde ich auch so sehen, Sophia. Also, irgendwie geht jetzt ihre Richtung von ich mache alle Frauen fertig zu unnötig Frauen Fehlverhalten richtig einstufen. Ist auch... Also, die kennt irgendwie nur die falschen Extreme immer. So richtig leicht machst du es Shakira aber auch nicht, ne? Erst hast du Sex mit ihr und am nächsten Tag ignorierst du sie. Was? Jawohl, Junge! Und jetzt erfahren erstmal alle, dass Marvin Sex mit Shakira hatte und direkt zu mir so, wow, krass gemacht, yes, erst schläfst du mit ihr und dann ignorierst du sie, krass! No, das feiert man normalerweise nicht. Nee, so gar nicht. Nein! Zirkel. Heute ist tatsächlich meine Wahl Jennifer. Mhm. Okay, gut, ja. Jennifer. Ich glaube, man hat mir angesehen, dass ich schon sauer war. Hattet ihr Streit davor? Nein. Warum wählt er dich dann nicht? Versteht auch wieder keine Sau. Aber naja, Shakira darf dann sitzen bleiben. Marvin, wir hat alle kennenlernen, ne? Ja. Ja. Ja, ist ja so. Jennifer, mit Danilo scheint ja heute erstmal finito zu sein. Oder? Ja, safe. Ist
Thema ist einfach durch. So, ich habe Prinzipien, so, die weißt du ganz genau. Dann brauchen wir hier auch nicht mehr miteinander reden. Das andere Prinzip sitzt ja auch gerade neben ihm. Danilo steht zu seinem Wort. Und ja, da wurde Jennifer abgeschossen. Also das ist, ich weiß nicht, warum auch Danilo da ist. Der hat so eine weirde Ansicht und bringt das so weird drüber. Und ist so, hey, du hast mit jemandem rumgeknutscht, bevor wir uns kennengelernt haben. Und jetzt will ich dich nicht mehr. Ist so, was ist das? Wie tief können da auch Gefühle gewesen sein? Alles seltsam. Aber na gut. So ist jetzt erstmal die ganze Liste, wie sich die Leute in der Matchnet zusammengesetzt haben. Kommt wie immer unten in die Infobox. Hier könnt ihr da nochmal komplett nachlesen und gespannt sein. Weil jetzt erfahren wir auch schon, wie viele Lichter gehen diesmal an. Normalerweise wie immer in der nächsten Folge wird es erst vorkommen, aber wir ziehen das vor und schauen rein. Zwei Lichter. Geht noch ein weiteres Licht an? Nein, tatsächlich nicht. Also sie haben sich ein bisschen verschlechtert, was auch sehr häufig der Fall ist. Warum es nur zwei Lichter sind? Weil wieder ein Pärchen auseinandergerissen wurde. Aber ich glaube, die haben auch diesmal sehr durchmischt. Also es sieht sehr anders aus als in der ersten Folge. Und deswegen sind es vielleicht auch zwei ganz komplett andere Perfect Matches, die sich jetzt gerade zusammengefunden haben. Und es sind nicht mal alle drei, ihr wisst, ne? Alles komisch. Leute, die es ausrechnen wollen, können es ja gerne machen. Und wir bleiben dann gespannt, wie es dann in der nächsten Folge weitergeht. Und damit endet auch schon wieder das Video, Leute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Ansonsten schreibt mir auch Gedanken in die Kommentare. Hier könnt ihr auf andere Sachen draufklicken und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.